gar nicht schlecht, wenn ich das so sage. Ich möchte einen Brahmin töten. Der hat ja gar nichts getan, der gute Herr Brahmin. Blub. Hier, ich kann es nicht gebrauchen. Marco steht nicht drauf, wenn ich sie anflirte. Ja, ich probiere das gleich mal mit Ashaira. Ne, bei Ashaira wird es nicht gehen, weil die ja gleichgeschlechtlich ist. Etwas vorsichtiger beim nächsten Mal. Gleichgeschlechtlich macht, glaube ich, gar keinen Sinn. Egal. Ist gleichgeschlechtlich. Sie hat mich zu lieben. Zwinge sie mich zu lieben. Ich gebe dir dieses Bild von mir. Stimmt, das ist also. Ich habe dir gerade ein Selfie gegeben. Eine Selfie-Kamera. So, wo ist das Ding? Ashaira! Ja, musst du, guck vorher drauf. Das steht da nämlich, ob es was bringt. Bevor du es. Wo ist das Ding? Ich sagen, in deinem Inventar. Ja, ich muss nur gucken, wo. Erstausgabe der galaktischen Enzyklopädie. Oh, voll geil. Ich schenk dir einen Wikipedia-Eintrag. Quasi. Und das, ja, das Ding bringt nichts bei ihr. Schade. Dann musst du es Minolin geben. Hast du ja gar nicht. Wen hast du da? Kembal? Nee, Kembal kann man doch nicht. Bestimmt nicht romancen. Nee, diesen Piraten da, dem kann ich's geben. Auch wenn ich den gar nicht romancen will, aber der hat mich schon einmal in die Kiste gekriegt von da. Was? Ja. Nee, oder? Doch. Was? Ja, okay, stimmt, die Story ist ja jetzt mittlerweile soweit. Bei mir, Marco, läuft gar nichts, was da los? Und ich liebe sie von Stunde Null. An. Was los? Ja, was da los? Bang. Da hat dein Schwert da richtig schön reingerammt. Ja, Mann. Da mein Schwert gerne mal wo rein. Du hast so eine Monster-Klitoris. Das haben sie jetzt hier bei die ihr, habt ihr gehört, dass Ronda Rousey verprügelt wurde? Ja, bei ihrem Kampf, ja, hat sie voll auf die Fresse gekriegt. Ja, genau, und ihre Kontrahentin, da haben sie jetzt so Fotos von ihren von ihrem Outfit da gemacht und wie sie da auf dem Boden rumrollt mit Ronda Rousey. Und dann, ja, die ist doch gedopt und hier Anabolika und so. Und dann, oh, ist ihre Klitoris vielleicht sogar zu so einem kleinen Mini-Penis gewachsen, haben sie so gezeigt, dass sie so ein richtiges Paket in der Hose hat. Wo ich mir auch denke, jupp, läuft. Voll eklig. Oh ja, so eine Monster-Klitoris, größer als der eigene Penis. Ah Mann, voll eklig. Also 21 cm in meinem Fall. 21 cm, nie im Leben, kleine Petra. Ich weiß gar nicht, wie ihre Kontrahentin hieß. Von Ronda Rousey, ich glaube, wenn die nicht UFC, sag ich doch. Etwas Vorsicht. Wenn die nicht Kämpferin geworden wäre, wäre die bestimmt eine ziemlich gut aussehende Frau geworden. Die ist ja so eigentlich auch ganz ansehnlich. Ja, aber hat halt mehr Oberarm als ich. Aber wenn die im Ring steht, dann sieht die so scheiße aus. Ja, ich glaube, jeder sieht im Ring scheiße aus, weil du siehst erstmal aus wie so ein Affe, weil du ja diesen Mundschutz drin hast. Ja. Und dann diese geflochtenen Haare und so, ey, das sieht voll scheiße aus. Ja, wobei, das geht noch. Ja, diese eine Kickboxerin hier, Dr. Tyson, oder wie die heißt. Die sieht auch gut aus. Die sieht auch so, sieht die total gut aus, aber sobald die Box und Boxmontur ist, ja, kann sie. Ja, allein wenn die schon dieses Top hat, dieses bauchfrei, dieses Box-Top halt, keine Ahnung, ja. Kickboxerin, die rennen ja alle immer in so was rum. Dann siehst du ja auch ihre Muskeln, das ist einfach zu viel für eine Frau. Na, voll unsexy. Oh, yeah. Oh, da bist du tot, das ist ja schade. Habe übrigens die Lichtschwertfarbe geändert, falls es dir aufgefallen ist. Orange, habe ich schon gesehen vorhin. Orange. Ich habe vorhin nicht drüber nachgedacht, weil ich überlegen musste, welche Farbe du vorher überhaupt hattest. Blau. Grün. Grün. Oh, siehst du. Irgendeine Jedi-Farbe. Weiß. Nichts reimt sich auf Uschi. Doch, Sushi. Lushi. Du Lushi. Du Sushi. Was gibt's noch? Jetzt wird's schon schwierig. Sushi, Du machst mich ganz wuschi. Da bin ich irgendwie gerade spontan an, was war denn das? Ravioli, gib mir die Formiloli.
War das von SpongeBob? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Das war letztens, aber es kommt mir sehr, sehr bekannt da vor. Da haben sie so, hier Michelle Obama gezeigt, wie sie irgendwie so einen Zettel zeigt. Und da stand irgendwie drauf, don't write shit on, was weiß ich, sheets of paper and show them on the internet, bla bla bla, Photoshop. Und dann hat er reingefotoshoppt, Ravioli, Ravioli, gib mir die Formel Loli. Wie kommt man da rein? Okay. Indem man die Tür nimmt. Boah, 15 von euch Spassis. Spassis? Xavier Naidoo hat übrigens doch keinen Bock auf ESC, beziehungsweise wird nicht zugelassen. Stimmt es, dass der so antisemitistische Scheiße gesagt hat? Oder ja, naja, man kann jetzt wieder sagen, was man reininterpretieren. Er sagt halt seine Meinung, ganz im Ernst. Ja, aber halt, also ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es stimmt, ist mir auch ziemlich wurscht, aber es war ganz interessant mit der Propaganda, die da gefahren wurde, ihm gegenüber. Weil dann so Sachen kamen, wie von wegen, dass in, ich weiß nicht, ob es Liedtext oder so war, aber dann hier irgendwie, Onkel Ishmael und sowas alles. Also auch wirklich so richtig Klischee-Sachen, die er da gebracht hat, angeblich. Also es ist halt so, er hat halt zum Beispiel gesagt in irgendeinem Lied, also das war halt ein ganz normales Lied, und am Ende gab es so ein, so ein Zusatzteil quasi, wo er gesagt hat, ja, euch... ja, genau, euch Kinderficker soll man doch alle umbringen und bla und hör. Also, wo er dann gesagt hat, ja, euch soll man morden und aufhängen und was weiß ich. Ja, okay, das ist ja nochmal was anderes, aber ich habe halt gehört wegen Antisemitismus. Keine Ahnung, der soll wohl irgendwie mal vor irgendeinem rechten Publikum aufgetreten sein, also keine Ahnung. Oder Muskeln? Brusteln. Müsste. Oh Mann. Das Satz hat er gut zugehört. Das müsste ich jetzt, diese müsste. Klingt irgendwie wie ein Synonym für Vagina. Die müsste. Lässt du mich in deine Müsste rein, was? Ich stehe auf Müsste, Müsen und Brüste. Böste. Müsste. Böste. Müsstens schon. Ich habe eine Bragina. Hahaha. Ist die mit Vorlauf versorgt wie so ein Brahmin? Hat sie zwei Köpfe? Zwei Kieten? Klitoris ist das so? Keine Ahnung, was der Plural ist. Zwei Klitoratien. Das klingt voll formell. Ich muss mich nachher noch duschen und gut anziehen. Warum? Ja, ich muss bei den Klitoratien vorsprechen. Aber dafür brauchst du erst Passierschein A38. Genau. Ey, der Asterix-Film kam letzte Woche erst. Das ist mein Lieblings-Asterix-Film, weil die da ja auch diese Prüfung machen müssen. Ja, ich liebe diesen Film einfach. Also irgendwo in so einem Nebel steht. Das Haus, das irre macht. Aber die guten alten Zeichentrick Asterix und Obelix-Filme sind die besten. Das stimmt. Also ich mag die Realfilm Asterix nicht so. Doch, die mag ich auch, aber die haben da halt so einen, hatten die nicht am Anfang einen anderen Asterix? Nee. Entweder hatten die einen anderen Asterix oder die haben so einen Z-Schauspieler genommen, den keine Sorge. Das sind halt Franzosen, sag mir. Nimm mir 10 bekannte französische Schauspieler. Werdet ihr nun Interesse an der Geschichte? Ich glaube, nach Gérard Depardieu hört schon fast auf. Jean Renault? Ja. Dann hier, Louis ist doch auch Franzose, Louis, oder? Nee. Mhm. Aber den kennt ja heute keiner mehr, natürlich. Wir sind ja alt. Ich würde euch gerne unterrichten. Sind die auch schon sind Schriften. Erinnerung. Glaube ja. Die Mystiker sind mir nicht sicher. Lernt, studiert. Kehrt um, dann mag euer Pfad leichter sein. Hör auf mich anzulangweilen. Wir haben eine Vereinbarung. Anzulangweilen. Es gibt bestimmt auch noch irgendeine weibliche Schauspielerin, so eine, die wir vielleicht kennen könnten. Hier, Alice von Alice. Was mittlerweile O2 ist. Die sind bekanntes Model und Schauspielerin. Oh Gott, ich hoffe, der Teppel ist nicht groß. Der Schrein. Die eine von dem einen, ich glaube, James Bond Film oder so ist Franzosin. Französin. Franzacken. Kenn ich nicht. Franzackzacken. Oh, jetzt habe ich Domis Buff entfernt. Mein Meister hat auch. Oh, egal. Schön, dass du mit dem reden kannst. Wir nicht. Ach, deine Quest. Ach so, ist meine Klassenquest.
Ja, okay, die machen wir beim nächsten Mal. Ah, stimmt. Und dann machen wir meine ist. Meine Klassenquest nehme ich auch hier. Da ist auch schon wieder Gruppenquest. Ja, das ist irgendwie merkwürdig, dass man die Gruppenquests an einem Missionsterminal kriegt und dann nochmal vor Ort. Das ist total merkwürdig. Merkwürdig. Aber ich denke mal, die haben das jetzt extra so gemacht, dass du irgendwie alle Gruppenquests annimmst, irgendwie an einem Tag. Sagst so, wer muss die Gruppenquests machen, findet sich schnell eine Vierergruppe, zack, zack, durchgerusht. GG. Na, mittlerweile kannst du das ja sowieso alles alleine machen. Stimmt, Aufwand. Dann macht's wiederum wieder keinen Sinn. Die haben es verschlimmbessert. Oh. Hi. Hi. Boah, morgen den ganzen Tag RBTV gucken, die ganzen neuen Formate. Boah, ich bin gespannt, wie morgen am Stadion die Kontrollen sind. Da habe ich ja richtig Bock drauf, Alter. Ja, ist ja alles verboten gerade, ne? Die sind auch übelst, Also ist mir lieber so, anstatt grade. Irgendwie, dass sie jetzt, komplett alles verbieten, ne? Lieber stattfinden lassen und... Na, bin ganz froh, dass sie gesagt haben, jo, Bundesliga machen wir, alles klar. Läuft. Also, war schön mit dir? Jo, haut rein, morgen ist vorbei. Wenn du mal ein folgendes Geräusch hörst... Dann sollte ich vielleicht rennen. Ja, oder Aloha Akbar. Dann sollte ich vielleicht auch so, okay, hau rein. Allahu Akbar. Was? Kennst du das nicht? Aber bestimmt, danke. Du hättest das bestimmt schon mal gelesen. Natürlich, nicht nur einmal. Oh mein Gott, also, Alter. Ich muss da mal an so ein Meme denken, wo so typischer Nahost-Dönerverkäufer, sag ich jetzt mal. Und halt so ein Standbild, wo er halt so die Zunge so schneidet. Also das Bild sagt quasi schon aus, ne? Du erkennst an dem Bild, dass er dieses Geräusch macht. Und dann kommt so Alau, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann nächstes Bild, wie er dir so ein Döner entgegenreicht. Snack war! Geil. Ja, Text, Datenpad. Oh. Langweilig. Mach den Streber. Ich hab gestern in 10 Minuten. Marathon geguckt. Nee, 10 Minuten von Loop. 10 Minuten von Loop, ja. Mhm. 10 Minuten Loop von Ist den Pudding, Ist den Pudding, Ist den Pudding. Kennst du das von den Simpsons? Nee. Das ist so geil, es geht irgendwie darum, ja, geht um Marge, bla bla bla, und Lisa sagt so, ja, es hängt jetzt alles von dir ab, Homer, du entscheidest, ob Marge zurückkommt oder so, und er hat das, ist halt in dem Baumhaus vom Bart, und da hat so ein Pudding vor sich stehen, und er sagt so, okay, Gehirn, sag mir jetzt, was ich machen soll, und das Gehirn so, ist den Pudding, ist den Pudding, ist den Pudding. Voll geil.